Bei den heutigen Anforderungen an ein erfolgreiches, modernes Tormannspiel ist ein professionelles Tormanntraining als Ergänzung zum Mannschaftstraining unverzichtbar. Nachdem bereits der ÖFB-Trainerausbildung eine Neuausrichtung unterzogen wurde, wurde auch der Bereich der Tormann-Trainerausbildung neu strukturiert. In der Spezialisierung der Torwarttrainerausbildung starten wir mit einem dreitägigen Tormann-Trainer-Grundkurs, der beim Landesverband abgehalten wird. Dann, so wie heute, da sind wir gerade mittendrin in der zweiten Woche von der Ausbildung zum nationalen Torwarttrainer-Diplom. Das sind 2x5 Tage, also insgesamt 100 Unterrichtsstunden. Und darauf aufbauend ist mit der Erfüllung der UEVB-Mannschaftstrainerlizenz die Ausbildung UEVA-Torwarttrainerausbildung, die noch einmal über 4 Module mit 120 Unterrichtsstunden die höchste derzeitige Ausbildungsstufe in Österreich ist. Wir fordern ja auch von unseren Torwarttrainern, dass sie natürlich auch die B-Lizenz haben, dass sie natürlich im mannschaftstaktischen Bereich sehr viel mitbekommen, weil das wichtig ist, weil wir unsere Torwarte natürlich dementsprechend einstellen. Die müssen wissen, was für Systeme, wie ist die Spielanlage, was haben sie dann für eine Aufgabe in dem System drinnen. Darum ist es auch wichtig, glaube ich, dass die Trainer heutzutage auch Bescheid wissen, wie defizil und wie kompliziert das Torwartspiel heutzutage wirklich ist. Unser Anspruch ist an und für sich, eine sehr innovative, aber auch sehr praxisnahe Ausbildung zu machen. Das heißt, wir probieren wirklich die Trainer so abzuholen und darauf vorzubereiten, wie die Praxis ist. Und da gehört natürlich die theoretische Grundlage ebenso dazu, wie die Trainingsplanung, Trainingsvorbereitung, aber vor allem das Wichtigste, die tägliche Arbeit auf dem Platz. Und von der Gewichtung schauen wir, dass wir eigentlich zumindest mehr als die Hälfte, Ziel ist es eigentlich, 2 Drittel Praxis zu haben und 1 Drittel Theorie zu haben, wobei die Praxis auch durchaus so wie jetzt da, Erarbeitung Videomaterial, gestern Erarbeitung mit digitaler Trainingssteuerung, Trainingssoftware, ebenfalls als Praxis eigentlich anzusehen ist. Wir oder ich auch, sage jetzt einmal da speziell in der Taktik, gebe gewisse Übungen vor, damit sie einfach einmal einen Leitfaden haben. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, macht einmal Übung, ist es schwieriger, das einfach einmal griffig darzustellen. Das heißt, sie kriegen zuerst einmal einen Leitfaden, eine Übung von mir und wissen einmal grundsätzlich, um was es geht. Aber die Basics selbst, was du jetzt heute mitbekommen hast, die brauchen schon herinnen. Die müssen zuerst einmal wissen, um was geht es überhaupt, was ist die Taktik. Das persönliche Ziel von mir als Torwarttrainer, Ausbildungsleiter, ist eigentlich eher die Ausbildung unserer Torleute, das heißt durch die Ausbildung mit den Trainern, es wieder zu schaffen, dass wir auch wieder in Österreich heimische Torleute haben, die auch in den Top-Ligen Europas spielen können und die nachher mit ihrer Qualität dem österreichischen Fußballnationalteam zur Verfügung stehen, dass wir dort erfolgreiche Qualifikationen und Endrunden spielen können.